Kontakt? Negativ. Der Ordner auf dem Tisch erzählte eine grausame Geschichte. Die Söldner führten eine streng organisierte Operation. Es wird wieder Ware vermisst. Ein Chemiker hat versucht, sie für eine Privatparty nach draußen zu schmuggeln. Hab ihn in Zelle B7 in der alten D6-Testanlage eingesperrt, um auf eine saubere Abwicklung zu warten. Ich konnte die Geheimnisse hören, unmittelbar hinter der nächsten Tür. Thank you.
Der Monitor zeigte mir den Weg. Prozessdiagramme füllten die Bildschirme des Kontrollraums, alle, bis auf einen. Ein Aufzug mit dem Namen D6 auf einem der Bildschirme, irgendwo voraus.
ein! Gut, Gamma. Bestätigt. Ich spielte den Part des berühmten Detektivs Bogart als Marlowe oder als Sam Spade auf der Suche nach dem Malteser-Falken. Kein Geheimnis war von mir sicher. Ich folgte dem Pfad der Hinweise bis hin zur endgültigen Lösung, selbst wenn er mich tief hinunter in die kalten Katakomben meines Grabes führen sollte. Das können Sie nicht tun! Meine Männer sind noch da drin! Jetzt, wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Los geht's. Achtung, alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Evakuieren Sie den... Wir haben Besuch! Ich habe das Logo auf dem Boden schon mal gesehen. Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker. Ich kannte das Militärabzeichen auf dem Fußboden. Ich hatte 1000 Variationen dieses Zeichens auf den verrotteten Ziegelwänden der Stadt gesehen. Anstelle des Schwertes eine Spritze. Projekt Valhalla. V für Valkyr. V für Valhalla. Das las ich wie eine gottverdammte Verschwörungstheorie. Der Chemiker hatte vor seinem Tod die Arbeitsstation benutzt. Die Halbwertszeit der Laborratte hatte online geendet. Sein Passwort blinkte noch auf dem Schirm. 665, der Nachbar des Teufels. Holen Sie mich hier raus! Ich bin unschuldig! Lassen Sie mich raus! Achtung an alle Mitarbeiter! Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten... Hey! Hier drin! Holen Sie mich hier raus! Ich bin unschuldig! Danke! Dachte, ich hätte da drin verrecken müssen. Ich brauche Sie, um durch die Luftschleuse in der Entgiftungskammer zu gelangen. Sie sind verrückt! Der Schuppen fliegt in die Luft, um Himmels Willen! Entweder das oder zurück in die Zelle. Sie haben die Wahl. Okay, ich tu's! Danach können Sie gehen. Sie sind ein freier Mann. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang.
Dekontamination aktiviert. Etwas Böses. Decontamination Code. Ich saß mitten im tödlichen Netz des Falles Valkyr. Der Schirm des Laborterminals zeigte das Logo des Projekts. Streng geheim. Projekt Valhalla. US Army. Yggdrasil-Netzwerk. Valhalla. Das Jenseits in der nordischen Mythologie, wo die mutigsten der Helden ihr Leben nach dem Tod in alle Ewigkeit mit Feiern und Kämpfen verbrachten und ihre Wunden Nacht für Nacht auf wunderbare Weise geheilt wurden. Valkyr. Valkyren. Die Jungfrauen, die die tapfersten Krieger der Wikinger auswählten und sie nach Valhalla führten. 1991. Forschungsziel ist die Erschaffung einer chemischen Substanz, die Ausdauer und Moral der Infanterietruppen verbessern sollte. 1995. Ergebnisse unbefriedigend. Projekt abgebrochen. Jemand hatte beschlossen, dieses kranke Experiment ohne Erlaubnis fortzusetzen. Projekt gefährdet. Daten nach außen gedrungen. Beheben Sie das Problem um jeden Preis. Sicherheitsstufe Rot, autorisiert durch die Projektleitung. Feldversuch. Dosis für die verbleibenden Testpersonen verdoppeln. Subjekte beobachten und ihr Verhalten in urbaner Umgebung aufzeichnen. Der Einsatzort war meine alte Adresse in New Jersey. Die Akte genau 3 Jahre alt. Gerade wenn man glaubt, die tiefsten Abgründe des Schreckens erreicht zu haben, wird es plötzlich viel schlimmer. Wie sollte man die leise Stimme in seinem Kopf abschalten, die flüsterte, dass man froh sein müsste, dass deine Rache jetzt, wenn nicht schon vorher, auf jeder moralisch vertretbaren Skala zu rechtfertigen wäre? Diese leise Stimme bewies gegen jeden Zweifel, dass ich verdammt war. Die Frau mit den Pfennigabsätzen war vor langer Zeit gekommen und wieder gegangen. Hier gab es für mich nichts mehr. Der Name des Bunkers wurde zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Setzt ein Puzzle zusammen und das endgültige Bild zeigt dich beim Lösen desselben Puzzles. Ein verrückter Killer mit grünen Augen steht hinter die eine Wirklichkeit gewordene Großstadt. Die Testpersonen des Projekts Valhalla waren die verrückten Junkies, die meine Familie getötet hatten. Der Rest war einfache Mathematik. Alles führte zu ihr. Miss Valkyr. Die Fabrik ging hinter mir in einem glühenden Inferno in die Luft. Alle meine Beweise waren tot, verwandelt in Rauch und Asche. Ich hatte die Orientierung verloren. Seit Millionen Jahren hatte ich nicht mehr geschlafen.